Wenn sich die Lebensbedingungen verschlechtern und die Wirtschaft versagt, suchen die Menschen nach Schuldigen für ihre Probleme. Ja. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Auf jeden Fall ziehen wir uns ein nächstes Video rein, welches heißt die 10 Stufen des Völkermords. Hartes Thema. Nichtsdestotrotz gehen wir da rein. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und ich würde sagen, der Peter geht los. Ja, Mann. Let's go. Wenn sich die Lebensbedingungen verschlechtern und die Wirtschaft versagt, suchen die Menschen nach Schuldigen für ihre Probleme. Ja. Politische Extremisten werden dann populär, wenn sie bestimmte Gruppen von Menschen die Schuld dafür geben. AfD und Migranten, Digga. Perfektes Beispiel gerade aktuell. Sie versprechen, dass die Probleme der Gesellschaft verschwinden, wenn sie diese Gruppen loswerden. Und das Krasse ist, umso größer die Probleme werden, umso mehr Zuspruch bekommen die und umso mehr Leute stimmen dem dann zu und so und machen dann da einfach mit und ey, wir wissen ja, wo sowas endet. Dies kann dazu führen, dass Menschen, die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Sexualität oder Behinderung anders sind, gezielt eliminiert werden. Ein Phänomen, das als Genozid oder Völkermord bekannt ist. Die 10 Stufen des Völkermordes bilden ein Modell, um zu verstehen, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit ablaufen. So sollen Frühwarnzeichen erkannt, Stück für Stück, möglicherweise verhindert werden. Die erste Stufe ist die Klassifizierung. Extremisten teilen Menschen aufgrund ihrer abweichenden Merkmale in verschiedene Gruppen ein. Dies geschieht oft, um eine Wir-gegen-die-Mentalität zu schaffen oder um jemanden zu finden, der für die sozialen Probleme verantwortlich gemacht wird. Spaltung, so. Kann. Zum Beispiel Ungeimpfte, genau so ist es. Und es kommen ja immer wieder neue Themen rein. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass es so geforst wird, dass Mann und Frau gegeneinander kämpfen und sich nicht mehr gegenseitig zuhören. So. Weißt du, wie ich meine? Es kommen immer wieder neue Instrumente, um uns zu spalten, weil am Ende des Tages gilt der Satz nun mal, teile und herrsche so. Das funktioniert wirklich. Seit den Römerzeiten, weißt du, wie ich meine? Die zweite Stufe ist die Symbolisierung. Hier werden den Mitgliedern der anderen Gruppe Symbole oder Namen gegeben. Ich schwör's dir, darauf habe ich gewartet, dass die Ungeimpften noch irgendwie eine Art Erkennungsmerkmal tragen müssen. Oder so ein Scheiß, Digga, weißt du, wie ich meine? Ich schwöre dir, ich war fast überzeugt davon, dass das so weit kommen wird. Dass die Ungeimpften sich irgendwie bemerkbar machen müssen, erkennbar machen müssen damals, weißt du? Ziel ist es, die Gesellschaft zu spalten und deutlich zu machen, wer zu wem gehört. Die dritte Stufe ist die Diskriminierung. Die dominante Gruppe nutzt ihre Macht, um anderen bestimmte Rechte oder Privilegien zu verweigern. Das kommt uns alles sehr, 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 sehr bekannt vor, ne? Kommt uns doch allen sehr, sehr, sehr bekannt vor. Kein Gym mehr, keine Restaurants mehr, kein soziales Leben mehr für alle Leute, die sich nicht ein soziales Experiment oder ein gesundheitliches Experiment in den Arm reinjagen lassen und dann sich davon quasi, Alter, auch genetisch beeinflussen zu lassen und dann eventuell sogar langfristig eine schlechtere Lebensqualität zu haben. So. Neue Gesetze können die Freiheit der Ausgegrenzten einschränken. Mobbing nimmt zu. Und die soziale Kluft wird größer. Crazy. Und eine Impfpflichtabstimmung im Bundestag hatten wir auch. Also ich kann es nur immer wieder mit dem Thema in Zusammenhang bringen, weil es ist eine wichtige Sache und ich will, dass die Leute das endlich mal verstehen, was da damals passiert ist. So. Das war krank. Und wenn es noch weiter gegangen wäre, noch ein Jahr länger gegangen wäre, wäre es noch kranker geworden. Bin ich mir sicher. Die vierte ist die Entmenschlichung. Die betroffene Gruppe wird als weniger menschlich dargestellt und oft mit Tieren oder Krankheiten verglichen. Wenn einer Person... Scheiße. Crazy. Ich glaube, das war die... Mal gucken, ab welcher Stufe die dann quasi aufgehört haben und dann der Krieg und der Konflikt in der Ukraine dann wichtiger war so. ...menschlichen Eigenschaften genommen werden, ist es leichter, Gewalt gegen sie zu rechtfertigen. Stufe 5 ist die Organisation. In dieser Phase kann es zur Bildung eines gewalttätigen Mobs kommen, der von der herrschenden Schicht geduldet wird, oder sogar zur Bildung staatlich unterstützter Milizen. Das wäre vielleicht der nächste Schritt gewesen. In manchen Fällen beginnen die Täter jetzt, die nächsten Schritte des Genozids sorgfältig zu planen.
Stufe 6 ist die Polarisierung. Extremisten dämonisieren nun die betroffene Gruppe und versuchen, die Gesellschaft vollständig zu spalten, indem sie alle auffordern, sich auf eine Seite zu stellen. Da waren wir schon. Moderatoren, die die Spannungen abbauen wollen, ist das eine Doku von der Corona-Zeit, fragt Kevin. Nee, Bro. Werden oft als Feinde. Das sind die 10 Stufen des Völkermords. Identifiziert und zum Schweigen gebracht. Die 7. Stufe ist die Vorbereitung. Die Täter planen nun einen Massenmord. Sie identifizieren die Opfer anhand von Namen oder Nummern, finden heraus, wo sie wohnen. Sie beschaffen Waffen oder bauen Einrichtungen, die bei der Durchführung nützlich sind. Crazy. Stufe 8 ist die Verfolgung. Die Gewalt eskaliert. Die betroffene Gruppe wird systematisch schikaniert, vertrieben oder auf andere Weise misshandelt. Oft geschieht dies unter dem Deckmantel von sich. Also ich hab wirklich auch ein bisschen damit gerechnet, damals in dieser Phase, dass das noch schlimmer wird, so, weißt du? Ich habe diese Befürchtung gehabt, dass das wirklich auch noch eskaliert wird, so. Weißt du, wie ich meine? Wirklich. Ich hatte das Gefühl, dass das eventuell wirklich dann auch zu Gewalttaten und solche Sachen kommen kann oder dass die wirklich dann Leute zum Impfen zwingen mit der Armee und so ein Scheiß. Also ich hätte mir sowas definitiv vorstellen können, so, weißt du? Schon crazy. Als Maßnahmen. Die 9. Stufe ist die Vernichtung. Der Massenmord beginnt. Die Täter betrachten ihre Opfer weniger als Menschen und glauben, die Welt von einem unerwünschten Element zu säubern. Ekelhaft. Und rechtfertigen damit die Anwendung unverhältnismäßiger Gewalt. Die 10. Stufe ist die Verleugnung. Die Täter leugnen ihre Verbrechen, vernichten Beweise, geben den Opfern die Schuld und versuchen, die Geschichte umzuschreiben, um ihre Taten als notwendig für das Gemeinwohl zu rechtfertigen. Ja, davon haben wir einige Geschichten aus der Vergangenheit, die dann so geendet haben, wo die Leute quasi als Helden dastehen. War das, wie hieß der, Leopold, glaube ich, der in Afrika Millionen Afrikaner abgeschlachtet hat und der, für den heutzutage immer noch Statuen stehen? Deshalb müssen nach einem Völkermord die Täter zur Rechenschaft gezogen und das Trauma aufgearbeitet werden. Dann können die Überlebenden heilen und die Gesellschaft kann versuchen, sich wieder zu vereinen. Beachte, dass die 10 Phasen nicht linear ablaufen müssen. Ja. Sie können auch gleichzeitig ablaufen. Dr. Gregory Stanton, der das Phänomen beobachtete, schlug vorbeugende Maßnahmen gegen jede Phase vor, obwohl er glaubte, dass letztlich nur eine internationale Intervention eine solche Katastrophe aufhalten könnte. In Deutschland kam... So wie auch jetzt gerade eigentlich eine internationale Intervention stattfinden müsste, bei dem, was Israel da gerade fabriziert im Gazastreifen, weißt du? So, das ist nämlich auch eine Art Genozid. Und ja, das dürften wir als Welt eigentlich gar nicht zulassen, dass sowas passieren kann, weißt du? Auch nicht wir als Deutschland uns noch dahinter stellen quasi so. Das ist eine sehr, sehr, sehr traurige Geschichte und zeigt die Abgründe unserer Welt eigentlich so, weißt du? Wie alle einfach nur zugucken und nicht wirklich was dagegen tun. Auch alle, die es könnten. Ruanda und vielen anderen Orten kam die Hilfe von außen für viele Menschen zu spät. Deshalb gründete Stanton auch Genocide Watch. Eine gemeinnützige Organisation, die helfen soll, die nächste Tragödie zu verhindern. Was denkst du? Reicht Wissen aus, um Völkermorde zu verhindern? Und Herz und Menschlichkeit. Da kannst du so viel wissen, wie du möchtest. Die Menschen müssen wieder zurück in ihr Herz finden. Müssen wieder zurück in die Menschlichkeit finden. Dahin finden, was uns alle miteinander verbindet. So. Und nicht die Dinge immer nach vorne tragen, die uns voneinander trennen. So, weißt du, wie ich meine? Nicht? Was können wir sonst noch tun, um die nächste menschliche Katastrophe zu verhindern? Schreibe deine Gedanken in die Kommentare. So, interessantes Thema auf jeden Fall. Eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.